So, also für YouTube. Hallo YouTube. Ich spiele jetzt Fallout 76 in der Beta-Version. Am, ich glaube, dritten Beta-Tag für den PC, weil die anderen Tage lief es nicht. Charakter habe ich mir schon erstellt, beispielsweise ein Gesicht gemacht. Das seht ihr jetzt aber nicht, weil ich die Umschaltung der Szene verpennt habe bei Twitch. Aber gut. Wir legen einfach direkt los, ohne Wenn und Aber hier, ne? Was hast du, Nils, bist du soweit, oder? Also übrigens, YouTube, ich spiele mit einem zusammen, hoffe ich Wieso höre jedenfalls. ich jetzt Bell gar nicht mehr? Das weiß ich nicht. Bin ich jetzt doof? Chris? Ja. Also mich hörst du noch. Bell hat sein Mikro gemutet. Ich hab mein Mikro nicht gemutet. Eigentlich nicht. Mit wem hast du denn die ganze Zeit gesprochen? Ja, eigentlich, ich hab's nicht gesehen, dass ich es gemutet habe. Sagen wir es mal so. Ich höre die ganze Zeit irgendeinen Franzacken im Hintergrund. Ja, den Franzosen hörst du wahrscheinlich in-game, weil in-game kann Ja, man ich auch weiß. sprechen. Und sag nicht Franzacke, du bist bei YouTube. Der liebe Franzose. Siehste. Klingt doch schon viel besser. So, ich mach doch Wie mal komme ich kurz. denn hier raus? Vergiss nicht, dein Pip-Boy. Pip-Boy mitzunehmen. Was ist ein Pip-Boy? Das ist der Handgelenkcomputer. Wo liegt der? An der Tür. Da. Alles sehr durcheinander hier. Außerdem Dezent. gesprochen habe ich gerade mit YouTube. Ach so. Hallo YouTube. Computer, stopp. Alter, meine Alexa hat ja gerade in einer Tour gesabbelt im Hintergrund. Ich habe gar nichts gemacht. So, Pitboy schnappt und los geht's hier. Draußen vor der Tür höre ich schon jemanden, der da rumläuft. Als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Hey. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Das Stunden muss man auch unterwegs. schon. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Okay, also meine Aufseherin hat gerade fertig gequatscht. Ich glaube, wir treffen uns vorm Bunker erst, Nils. Ja, ich habe den Voice-Chat-Modus mal auf Team geschaltet. Okay, ich habe den gar nicht an. Der ist automatisch immer an. Warte. Deswegen hört man auch die lieben Franzosen. Aber wo kann ich ihn denn umschalten? Unter Einstellung. Wo finde ich die Einstellung? Z. Z jetzt drücken. Ach so. Also in Escape, dann zeigt da Ah, oben ist klar. links in Jetzt der habe ich es Ecke gesehen. Ja, danke. Habe Z ich gesehen. an Danke, und brauchst du dann. weitersehen. Ja. Voice Chat. Habe ich jetzt. Habe ich auf keine. Automatisch Gebiet Team. Okay, bei mir war der komischerweise an. Aber ja, wir können eigentlich ausschalten. Ja, stimmt. Beta-Test incoming. Ja, schön Party gemacht hier, so wie das aussieht. Keiner hat gefegt. Toll. Die haben Bierpong gespielt. So, finde ich denn den schönen Ausgang? Man Ja, weiß es nicht. immer dem gelben Quadrat folgen. Hallo? Endlich! Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Haben Sie es schon vergessen? Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Das habe ich ja Die vor, meisten Computer. anderen sind schon weg. Kommen Sie lieber in die Gänge. Ja, ist ja gut. Bei jedem Posten können Sie Ausrüstungsstücke erhalten. Nur eines pro Bewohner. Camping made easy.
richtig, Sir. Kostenlose Proben. Kostenlose Proben. Also die Third-Person-Kamera ist auch nicht schlecht. Umschaltbar wie? Wo hat er mir zwischendurch angezeigt? V. Achso, ja. View, macht Sinn. Oh, was geht raus? Ich bin draußen. Du bist draußen? Okay, Alter, bist ja schon. Ja. Du bist ja dann quasi schon durchgejumpt hier, durchgesprintet, oder? Quasi, ja. Okay. Hast du denn die ganzen kostenlosen Proben mitgenommen? Nein. Also es gab ein paar kostenlose Proben, von wegen so Heilungszeug und aufbereitetes Wasser und sowas alles. Stimpacks, um Heilung wiederherstellen und. Der Plan war, wir sind draußen. Ein Partyhut. Raus. Ich hab ein Partyhut. Ich laufe erstmal abseits der normalen Hauptstrecke. Das ist immer sicherer. Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich sagen, eine Waffe. Direkte Kommunikation? Hat er eine Waffe? Denn wer das hier hört, hat er den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Nein. Ich habe eine Aufgabe erhalten. Ich will wieder in den Bunker. Beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber die anderen Sachen habe ich auch automatisch. 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Okay. Ich war gerade im Aufseher-Terminal und habe mal ein Holobond abgespielt, was da noch drinnen lag. Und die hat nämlich gesabbelt, dass wir Atomraketen finden können, 4 Stück an der Zahl, und die sichern können, damit das nicht nochmal passiert mit der Katastrophe und so. Okay. Und Chris räumt im Hintergrund ein bisschen auf, oder was macht er da? Nee, ich bin ganz leise. Ach so. Ich finde das total interessant. Mhm. So ein Gepäckraum. Ich glaube, ich gehe auch erstmal raus. Ich will jetzt hier Ödland haben. Ich will hier Ödland-Action haben. Brille. Also ich habe schon mal Patronen gefunden. Was? Alles, was du jetzt machst, musst du nachher auch wieder machen? Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Ah, okay. Ich weiß es nicht ganz. Oh. Ach, die Skillkarten, okay. Charisma, Intelligenz, Agilität, Glück. Kann ich da eine Waffe auswählen? C? Ah, da 1. Okay, ein etwas anderes System als sonst bei Fallout. Denken Sie an eines der vielen, vielen Mottos von Vault-Tec. Er arbeitet schwer glücklich. Ja, das Terminal gucke ich mir nicht an. Dauert alles zu lange.
Ja, ich habe da habe ich jetzt noch mehr Skillkarten oder? Ach so, man findet 40 Karten, aber kann nur eine davon benutzen. Alles klar. Okay, dann gehe ich jetzt auch mal raus. So, ich bin schon mal Stufe 2. Wie sieht es bei dir aus? Tito. Schön. Oh, geil. Schick. Oha, jetzt, wie viele stehen denn hier? Alter Schwede. Ich bin schon weitergegangen. Wo bist du lang gegangen? Treppe runter? Ich komm gleich zurück. Ich habe keine Munition mehr. Ich bin rechts gegangen, dann ist ja so eine Leiche, die kann man looten, bevor du runtergehst. Okay. Ach, da ist er. Hans war's. Hey. Lädt man denn nach? Nur mit R normalerweise. Außer du hast keine Munition mehr. Also 12 Schuss hat man nur. Ich nur. Hey, dann laufen ja direkt ein paar Viecher rum hier. Ja, genau. Den einen habe ich davon schon abgeschossen und dann kam da gleich noch einer angelaufen. Okay, anscheinend, also es gibt anscheinend keinen Doppel-Loot, ne? Also Intimladen? Was? Achso, ein Team einladen. Warte, komm mal her. Geht das? Sind wir doch schon, oder nicht? In ein Team einladen, eh. Okay. Siehste. Möchtest du dein Team beitreten? Mit Steuerung plus Top. Team-Einladung annehmen. Jawohl. Yay, wir sind ein Team! Schließe dich einer Gruppe an. Zum Handeln einladen, okay. Und was hier? Guck mal, den Partyhut habe ich nicht eingesammelt und habe ihn trotzdem bekommen. Ja, was? Dann hast du ja anscheinend mehrere Sachen auch gekriegt jetzt, ne? Ja, genau. Obwohl ich eigentlich nichts eingesammelt habe. Weil ich habe auch so aufbereitet, wie jetzt, wenn du unter Hilfsmittel gehst, aufbereitetes Wasser, Red X, Red Array. Ja, genau. Ja. Okay. Hast du das automatisch alles gekriegt? Schade. Da habe ich mir dir ganz besonders die Mühe gemacht, das alles einzusammeln. Schade allein. Danke, dass du mir das gönnst. Ich hätte dich ja sonst mitversorgt. Ja, ist ich okay. Hätte das ja sofort in die Hand. Guck mal, hier sind alles voller Leichen. Ja. Die hast du natürlich schon alle gelootet, ne? Nein. Nee, konnte man gar nicht looten. So weit bin ich da noch gar nicht so gewesen. Patronen. Sind. Jetzt hast du die schon nachladen? Genommen? Ja. Cool, dann sind die bei mir auch noch da. Alles klar. Das beantwortet deine Frage von vorhin. Ja, das ist richtig. Aber die Roboter, die du schon erschossen hattest, die waren leer. Schießpulver. Okay. Kannst du hier, ja, guck mal, abgekochtes Wasser. Patronen. Noch mehr? Ich kann jetzt. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Das weiß niemand. Mein Inventar. Hier wurden auf jeden Fall schon ordentlich Roboter hingerichtet. Oh, Kinderwagen. Das ist immer so traurig, wenn ich hier Kinderwagen sehe. Hier ist noch eine Kiste. Ja, hier sind noch Koffer. Schraubenzieher, Skalpell. Ah, hab ich habe ein Jagdgewehr gefunden. Warum kannst du lernen, wie man neue Gegenstände herstellt? Öffne dein und rufe Gegenstände Notizen auf. Na, das machen wir doch mal. Okay. Notiz bei Daten oder wo steht das denn? Wenn du eine zweite Kopie von einem Rezept oder einem Bauplan findest. Oh, weg. Bei Daten. Bei Daten. Oder? Mhm. Was hatte ich eben gelesen? Notizen. Nee, bei Gegenstand. Bei Gegenstand, Notizen, okay. Wo ist Notizen?
Alles klar, ich hab hier, was hab ich denn gefunden? Wie heißt das? Ja, jetzt ist das weg. Ich hab einen Propaganda-Flyer und einen Billardtisch. Lieber Gegenstand, Notizen. Propaganda-Flyer, mehr hab ich noch nicht. Dann musst du hier vorne neben dem, wo ich neben stehe. Ich glaube, ich werde angegriffen. Ich habe gerade Schaden gekriegt, ja. Da sind wieder so eine Viecher gespawnt. Hm, ich kann aber, ich habe immer noch keine Munition. Aber da lag doch schon so viel. Ja, dann muss ich das nur noch verstehen, wie ich das aus dem. Wenn ich nämlich auf R drücke. Lädt er nicht nach. Eben habe ich doch ein anderes Unglück gehabt. Toll. Okay, ich habe die schon alle besiegt. Aber jetzt habe ich auch nur noch 4 Schuss. Jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Vielleicht habe ich ja tatsächlich die falsche Munition aufgenommen. Ich also im Bus? 40 Patronen und 10 mm Patronen. Ja, das ist ja für was anderes dann wieder. Ich vermute es auch. Also im Bus habe ich gerade noch ein Jagdgewehr gefunden. Vielleicht findest du das ja auch. Also für die Pistole brauchst du nämlich 38er Munition. Eine Schere. Super. Meinst du diesen Bus hier? Ja, diesen Bus. Nein, nee, also den großen. Ja. Den großen. Ja, sorry. Gemüsestärke. Kann man mit Gemüsestärke schießen? Oh, ich habe Kampfmesser gefunden. Das ist schon auch noch immer nicht so schlecht. Tomahawk. Propaganda-Flyer. Ich habe jetzt mehrere Propaganda-Flyer gefunden. Also eine Waffe ist hier nicht drin, außer ein Tomahawk. Okay. Oder was habe ich hier noch? Also ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, da vorne irgendwo. Hier in der Tasche hinter dir. Schräg hinter dir. In dem Seesack. Ja, da ist was anderes drin gewesen, aber irgendwie so. Keine Waffe. Okay, dann ist das also auch unterschiedlich. Schrott. Waffen. Also, sie haben es wieder wunderschön. Ich habe einen Tomahawk bekommen. Ja, das ist ja zum Werfen. Sie haben es ja wieder wunderschön in Szene gesetzt, dieses Spiel, finde ich. Von wegen die Grafik und so. 38 mm brauche ich. Ja. So für einen Neuling, wofür brauche ich das Schrottzeug quasi, was auch als Schrott drin ist? Also das ist jetzt eine Sache, die auch für mich noch neu ist, weil man kann jetzt anscheinend auch quasi Gegenstände, kleine Sachen craften. Ah, okay. Aber das habe ich auch noch nicht raus, wie das funktioniert. Aber ich vermute mal, das wird. Man hat ja irgendwie so ein Ding noch mitgenommen. So eine Crafting-Station, aber ich weiß nicht, wo ich die hier finde. Mods, Munition. Fusionszelle, Schrott. Oh, 38 mm, das ist doch schon mal gut. Jetzt kann ich da das war Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Es gab das doch schon vorher mit dem Craften. Das war aber mehr so für Städtebau, dass man den Schrott halt verwerten konnte zum Metall, damit du wieder Metallplatten herstellen kannst und sowas alles. Also so für Häuserbau gedacht. Ah, okay. Oh, hier ist ein Kampfmesser. Ja, das habe ich auch gefunden. Oh, guck mal hier. Man kann auf den Bus warten. Nee, ist klar. Meinst du, da kommt noch einer? Möglich. Ich sitze jetzt hier. Wo wollen wir als nächstes hin? Sag mal, wollen wir runter quasi vom Berg oder wollen wir hier uns rechts halten, da wo abgesperrt ist, Militärgebiet oder was? Wie du möchtest. Ja, du, mir ist egal. Wir sind ein Team. Machen wir Teamsachen. Lass doch mal runtergehen. Ich glaube, die Grafik ist unten bestimmt ganz schön anzusehen. Okay. Wenn man etwas weiter gucken kann. Beziehungsweise man kann ja mal mit Tab ist es ja gar nicht. Escape auf die Karte gucken, was man da alles so Schönes sehen kann. Sag mal, wärt ihr böse, wenn ich sage, dass ich neidisch bin? Warum sollen wir da böse sein?
Ich habe ein Opossum gefunden. Ich will keine Werbung machen. Darf ich Werbung von Drittanbietern machen? MMOGA. 2 Euro kostete das, glaube ich. Schnell kaufen. Runterladen. Und dann bist du bei uns im Team dabei, würde ich sagen. 50 GB runterladen. Hier war eben gerade ein wildes Opossum. Das musst du mir jetzt nicht sagen. Ach, hier kann man was bauen. Guck mal. In dem Topf. Ja, da kannst du kochen. Aber das wird gerade benutzt von dir. Ach so, Mist. Herstellen. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ausruhen. Aber ich mal gucken, habe ich was ich machen kann? Hier oben ist noch eine Kiste auf dem Truck mit Munition drin für die normale Gun. Pistole heißt das. Ich kann einfach einen Tee herstellen. Holz, einfach? Was, ja, was macht denn der? TP, Red Entfernter. Ich stell's aber mal her, mal gucken. Ich hab was hergestellt. Hey. Einfacher Rußblumentee. Was heißt das? Hast du den jetzt auch gekriegt oder was? Nö, ich habe bei dir kurz geguckt, was du machst. Ach so. Und da oben ist noch eine Munitionskiste. Drauf. Ja, die grüne hier. Da ist 38er Munition drin, ne? Für mich. Genau. Okay. Hier ist ein wildes Opossum. So. Jetzt nicht mehr. Hey, wo hast du die tolle Pistole her? Das ist das Gewehr, was ich gefunden habe, hab ich doch gesagt. Ach so, Entschuldigung. Ja, mach ich bestimmt auch schon. Oder Hanni, du hattest ja was anderes. Ja, du hast ja einen Tomahawk gefunden. Mist. Wie das Opossum fliegt. Golfschläger. Ich habe einen Golfschläger. Ich muss mal gucken, ich kann doch bestimmt hier irgendwie die Sachen auf 1 und 2 oder so legen oder was. Na, das habe ich auch schon versucht, das geht irgendwie nicht. Pfaff. Man kann die Favoriten legen. Guck mal, ich habe einen Golfschläger. Kann ich dich hauen? Nö. Ja, wenn wir im Team sind, glaube ich nicht. Aber ich habe... Warum haust du mich jetzt? Ich kann blocken. Also man kann, wenn du im Menü bist, also in den Waffen quasi, kannst du das mit C einen Favorit markieren. Ja, also, das hatte ich schon. So, und dann kannst du mit dem Scrollrad, kannst du dann die Favoriten auswählen. Ah ja, auf 1 sogar müsste das dann gehen, ne? Ja genau, also wenn du die Zahlen weißt, kannst du auch umschalten mit den Zahlen. Aber wie geht das denn lang? Ja. Was? Hallo, ein langes Springmesser, sag ich. Ach so. Du hast nur ein lang gesagt. Springmesser. So, Blume. Nochmal, ich geh Blumen pflücken hier. Brauchtest du das? Ach so, ich wollte mal gucken, ob ich auch so ein schönes Rezept kann. Rhododendron, Reisblume. Reisblume! Heilung. Heilmittelwald. Abgekochtes Wasser. Blut. Oh, hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Ein Haus. Schnappried. Hier ist ein Haus. Ein Haus? Ein Haus. Wo? Hier. Oh, ich habe eine Rotblume. Ah, wo ist sie da? Ernten. Tada. Ernte Wildpflanzen und Pilze. Jawohl. Ein Haus. Ist das eigentlich bekannt, ob das grafisch jetzt in der Beta so komplett freigegeben ist, wie es denn nachher tatsächlich in Game? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Schwarzbrennerhütte. Es ist ja nicht nur ein Haus, es ist eine Schwarzbrennerhütte. Ja, ich seh's gerade. Oh, hier sind ganz schöne Sachen. Alle schon hier weg. Hier ist auch eine Werkbank. Einwegglas. Werkzeugkiste. Seesack. Vorkriegsgeld. Oh, ich hab Geld. Oh, eine Laborstation. Ich habe so große Zecken erschlagen. Energiemunition kann man herstellen. Heilung. Munition. Schießpulver. 15. Alle Getränke. Okay. Verlassen. Schmutziges Wasser. So, Chris, wie sieht's aus? Hast du schon auf den Knopf gedrückt? Auf welchen Knopf? Auf den Kaufknopf. Nein. Er wartet, bis das Hauptspiel raus ist.
Ja. Auf den Beta-Kaufknopf. Aber dann sei wenigstens 2 Euro. Dann sei wenigstens so weit, dass du jetzt schon bei MMOGA die Hauptversion kaufst, damit du nachher nicht noch mehr zahlst. Weil ach, meinst du? Jetzt ist ja das Hauptspiel in der Vorbestellung am günstigsten. Oh, das wusste ich auch nicht. Habe ich nur. Wo überläuft das denn? Steam? Oder? Nein, eben nicht. Das kannst du. Also kauf ihn bei MMOGA und dann musst du dir bei Bethesda den Game Launcher runterladen. Ja, das ist. Die haben. Oder du benutzt den Microsoft Store, aber nee, tu das nicht. Niemand benutzt den Microsoft Store. Willst du das jetzt schlecht machen? Ja. Ach so, okay. Bethesda oder wer heißt das? Jetzt hast du dir so einen schönen Charakter erstellt und jetzt siehst du den noch nicht mal. Du musst mal auf V drücken. Ja, aber dann sehe ich doch nur mein Hit an den Hintern, wenn ich stehen bleibe, geht's. Ich sehe aus wie ein Clown, sehe ich gerade. Darf ich mich dazu äußern oder? Mein Charakter sieht aus wie ein Clown. Zufrieden? Ich weiß. Also was anderes wollte ich jetzt nicht sagen. So, natürlich. So, was kann ich denn hier machen? Fleisch. Possum Bacon kann ich herstellen. Machen wir doch mal. Verfertigen. Ja, moin, Altersprüfung wahrscheinlich. Bitte was? Was? Wenn ich mir das bei Bethesda holen würde. Ja, 60 Euro. Mir, Alters, ja, aber müsste ich mir hier mein Dingsbums eindingsen. Ach so! Ja, das übelste Dingsbums da eindingsen. Das ist ganz klar. Also, wer hätte es vermutet, dass man das nicht machen sollte? Ja, deswegen mache ich das auch nie, weil ich dieses komplizierte Dingsabums-Dingsen. Hallo, jetzt ist gut, danke. Keine Lust drauf. Ich will jetzt eigentlich nur mal kurz am Rande sagen, ich habe Kaninchenleder gefunden. Warum? Das weiß ich doch nicht, ich habe es gefunden. Hast du jetzt eben schon was hergestellt? Ich habe jetzt Opossum-Fleisch quasi hergestellt. Muss ich bei diesem Spiel, ja, da unten ist Nahrung, Getränke, also da muss man auch so ein bisschen drauf achten, ne? Genau, also, ja. Ey, ich hab Holz gesammelt, ist eine Herausforderung abgeschlossen. Holz? Hier ist ein Baumstamm, da kann man Holz einsammeln. Okay. Hast du das auch schon getan? Nein, habe ich noch nicht. Ja, dann komm zu mir. Ich mache es glatt, ich bin auf dem Weg, aber er hing an einem Stein fest. Tatsächlich. Hier bei diesem... Kann man das irgendwo? Sammelholz, okay. Da ist ein Auto. Ja, da war ich eben schon. Da habe ich das Kaninchen. Warum wolltest du mir das denn sagen, dass hier ein Auto ist? Ja, da habe ich das Kaninchenfell gefunden. Was denn? Da oben auf der Ladefläche war das. Mittlerweile weiß ich nicht mehr. Aber, also, ob es jetzt noch irgendwo ist. Das ist weg. Was wurde mir denn hier eben noch angezeigt? Ach, du wahrscheinlich. Nee, mir wurde eben gerade was angezeigt, aber ich konnte nicht so schnell lesen, was. Aber das, was du, der vorbeigesprungen ist. Warst du da oben mal bei der Höhle? Nee, aber guck dir mal, stell dich mal hier hin und guck mal nach unten. Ich wollte jetzt erstmal hier zur Höhle gehen und runtergucken. Schön. Ja, scheiß die Wand, dann ist da unten viel zu tun. Mhm. Was ist denn hier jetzt los mit dem... Chris hat eine Sache bei WhatsApp gepostet, jetzt geht das hier los. Was hat Jivi geschrieben? Les mal vor. Ich fahre immer 200. Bitte was? Ich fahre immer 200. Nee, die ganze Story. Ach so. Ich hab geschrieben, in Österreich dürfen Benziner 100 fahren und Elektroautos 130. Und dann hat sie gesagt, ich fahre immer 200. Egal wo. Ach so. Ey, das sieht ich aus... Ich kann nur... Eins, Gas und das mit Vollgas. Was? Kurze Hebel und so Hebel. Das sieht aus, als ob das hier ein Zoo gewesen wäre. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich bin dir hinterher, weil Höhle und so. Aber ich habe nicht Höhle gefunden, ich habe dafür so einen komischen... Könnte ein Angelteich sein, ich weiß es nicht so genau. So, und ich bin wieder runter, weil du gesagt hast, hey, guck mal hier. So, das war wahrscheinlich die Taktik, damit ich den schönen Platz da oben wieder verlasse und du ihn entdecken kannst. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele schöne Sachen zu finden hier. Ja, das stimmt. So, ich habe gar nicht geguckt, ob ich meine Grafik noch höher stellen kann. Das mache ich jetzt erstmal. Ich könnte noch einen Tick höher, aber ich traue mich nicht, weil sonst ist Steam der Dings wahrscheinlich anfängt zu laggen. Einstellung. Also ich weiß, dass ich noch höher gehen könnte. Hi.
Slow, low. Nee, low wollen wir nicht. Ultra. Hier ist ein abgestürzter Heli. Beispielsweise irgendwas, was dem nahe kommt an. Oh, und ich werde von irgendwas angegriffen. Was? Ach, von Roboter wieder. Alles klar. Kann man da irgendwas rausholen? Sieht interessant aus. Ja, ich weiß. Aber oh, irgendwas beißt mich hier. Au! Oh. Ja, die Ratte hinter dir, direkt hinter dir. Also. Meine Güte. Hartnäckig. Also, hier ist, hier ist noch ein First Aid drin, aber ansonsten ist das. Das ist gut. Das kann ich gerade gut gebrauchen. Gibt es auch Last Aid? Nein. Mist. Hier ist wieder Holz. Da ist auch noch ein kleines Camp. Ein Pilot. Ein Pilot, der etwas verschüttet ist. Wollen wir den looten? Nein. Ich konnte den nämlich nicht looten. Hier ist noch eine Impro-Pistole. Die haben wir ja sowieso. Ein Schraubenzieher. Ja, hier war ich noch nicht. Patronen. Ein Metalleimer. Hier sind Patronen. Ein Zelt. Oh, ich hab Granaten, jetzt geht's los. Ja, Granaten habe ich auch schon. Okay. Und hier ist noch ein. Was ist das noch? Blutpaket. Nichts. Schaufel brauche ich auch nicht. Goldene Gabel und ein Chirurgenskalpell. Dinge, die ich schon immer mal haben wollte. Du wolltest schon immer ein goldenes Chirurgenskalpell? Naja. Okay. Jetzt muss ich mal eben meine Kiste hier angucken. Golfschläger. Kampfmesser kann ich mal auswählen. Ich sammle das Holz hier nochmal ein. Holz kann ja nicht schaden, man braucht ja bestimmt nachher noch ein bisschen mehr davon. Ach guck mal, Schießpulver habe ich auch schon. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Ist das nicht nur 3 Stunden heute aktiv? Ja, bis, keine Ahnung. Entweder bis 22 oder bis 84, ich weiß es gerade nicht mehr. 4 Uhr, glaube ich. Stimpak. Guck mal, Stimpak hat er auch schon automatisch als Herz genommen. Wie aktiviere ich das? Ich glaube, wenn du brauchst einfach nur auswählen. Ach ja, genau. Ja, mit dem Scrollrad. Genau. Und dann haut er sich das eigentlich in die Bimse. So. So, ich bin eigentlich. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Finde das Camp der Aufseherin ist genau, meine Mission. Das habe ich auch als Aufseher. Alter Leute, was ist denn los mit euren Meldungen hier die ganze Zeit? Jetzt hört mein Handy. Nervt etwas. Wie macht er? Sag doch. Hörst du mir nicht zu. Rezept. Lernen. Ich habe ein Rezept gelernt. Und die Flyer schmeiße ich weg. Fischeintopf. Hast du das jetzt auch gelernt oder was? Nein, ich habe es bei dir gerade gelesen. Ach so, okay. Flasche mit Frostschutzmittel. Trinken. Nein, bitte nicht. Diese Effekte? Gut genährt, sagt er bei mir. Muss man da noch irgendwas starten? Nein. Stufenaufstieg 1T. Oh. Ich hätte das vielleicht mal vorher drücken sollen. Mit dieser Skillkarte, ne? Ja. Was nehme ich denn? Komponentenansicht? Luck. Achso, okay, alles klar. Gegenstände. Camp verlegen. Was ist denn Champ? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Guck dir, warte. Oje, komm mal her. Wir können uns ein Camp errichten. Tja, ich muss ja gerade überlegen, welche Karte ich jetzt hier ziehe. Stärke. Achso. Oder Luck. Das weiß ich nicht. Ich bin Luck. Du meinst, du hast mehr Glück jetzt. Ja. Besseres Loot. 40% Chance, zusätzliche Erste-Hilfe-Champs beim Durchsuchen von Champ-Behältern zu finden. Naja, gut. Das ist ja nun etwas, was man nicht braucht, aber ich hab's jetzt. Und Drogen können nicht verkehrt sein in dem Spiel.
Okay, was ist denn teilen? Teilen, du brauchst mindestens 3 Charisma-Punkte. Es kommt von an. Wenn man mit Tab verlassen muss, ist auch irgendwie ungewohnt. Ja, das stimmt. Was ist zum Abnehmen? Also ich habe nur konzentriertes Feuer. Gleich können wir erhöht den Schaden. So, jetzt komme ich zu dir. Ah, oder auch nicht. So, wo bist du denn? Da, wo die Hand leuchtet. Was möchtest du jetzt errichten? Ein Camp. Genau, wenn du Space drückst, also Space sag ich schon, wenn du Tab drückst und dann Z für Champ verlegen oder Camp verlegen halt, dann kannst du tatsächlich so ein Camp bauen hier. Warte. Den Ding. Z, Camp verlegen, ja. Aha. Und, okay. Hier können wir dann auch was bauen. Einen Boden. Tab abbrechen. Bauen, tatsächlich. Oha, ach, das gibt's auch in dem Spiel. Ja, richtig, wow. So, richtig bauen und so. Geil. Türen, das ist ja was für mich. Herstellung. Was kann ich bei Herstellung bauen? Herstellung. Ich könnte ich könnte schon unsere eigene Kochstation bauen. Blaupausen. Oder einen Gefechtsabwehrturm. Nee, den kann ich noch nicht bauen. Zaun. Ist das denn sinnvoll, das hier zu bauen? Nein. Nein, nein. Wenn, dann suchen wir uns noch einen anderen Platz. Ich wollte mal gucken, was man so alles machen kann. Ich kann einen Stuhl bauen. Ja. Behälter. Oh, was gibt's denn hier? Egal. Alter Schild. MG-Geschützturm. Ja, so ja. Ein Haufen Geschütze und so. Generator. Oh, das liebe ich ja jetzt schon, das Spiel. Kann man eine Menge machen, auf jeden Fall. Ja. Aber hier ein Schlafsack. Betten, Stühle. Kisten. Eine Kiste könnte ich bauen. Stash. Und dafür braucht man natürlich auch wieder die Baustoffe, wie... Genau. Holz, und ich sehe gerade, ich brauche 5. Was brauche ich? 5 irgendwas, 5 Cs, damit ich das Ding wieder abbauen kann. Aber ich könnte eine tragbare Toilette bauen. Sehr gut. Brauchen wir. Also, theoretisch. Wird das jetzt hier irgendwo angezeigt, wo das Ding ist? Was? Also, weil ich kann mein Camp nicht mehr abbauen. Ich brauche dafür 5 C, also 5 Coins oder 5 Kronkorken oder ich habe keine Ahnung, was das sein soll mit C. Dass jetzt auch Kronkorken sind, als Währung. Wie in den anderen Teilen. Aber das Ding steht jetzt hier und steht jetzt hier. In dem Lager der anderen. Nee, das steht jetzt einfach. Ja, das steht jetzt einfach hier. Ja. Ja, in diesem Lager halt, ne? Ja. Neben diesen netten Skeletten. Ja. Netten Skeletten. Skeletten. So. Wobei so schlecht der Platz ja auch gar nicht ist fürs Erste, aber man weiß ja natürlich nicht, wo die Reise jetzt noch hingeht. Eben. Aber das ist ja gut, sollen wir es erstmal nicht. Aber wir haben schon mal ein Camp. Genau. Dann gehen wir hier zurück. Ich will die Markierung, will ich hier wieder lösen. Oh, hier steht was. Was ist das? Eine Kiste. Propaganda-Flyer. Hast du den hier hingeschmissen? Eine Papiertüte? Ja, 7 Stück, ja, habe ich da hingeschmissen. Warum soll ich die mitnehmen? Ach, muss ich die jetzt mitnehmen? Nein, musst du nicht. Propagandaminister. Musst du nicht. Achso. Achso, wir können zu unserem Camp eine Schnellreise machen. Beispielsweise. Oh ja, lass mal machen. Ich kann zu. Nee, das war zu dir, ist klar. Ich kann zu dir eine Schnellreise machen. Na, das macht ja keinen Sinn, du stehst neben mir. Ja, ich meine ja nur als. So, Möglichkeit. Als für die Zukunft und so. Genau, mein markierter Ort. Ich will meinen markierten Ort rausnehmen. Wie geht das? Markierung versetzen. Markierung entfernen. So, alles klar. Deckt. So, wo geht's als nächstes hin? Mein Messer zuckt schon vor. Also ich würde mal sagen, auf der Karte ist so ein riesengroßer Kran, so ein roter. Ja, das sieht das doch interessant Holzfällerlager aus. Oder was das sein soll. Ja, da können wir ja mal hingehen. Ja, dann gehen wir da mal hin. Langsam wird es auch dunkel hier, ne? Kann das sein? Ja. Ja. Meine Güte, auch noch Tag-Nacht-Wechsel drin, ich bin begeistert. Aber ich finde, grafisch geht da noch ein bisschen was, ne? Ja, das ist ja die Grafik von Fallout 4. Das haben sie ja absichtlich so genommen, damit es flüssig auch noch auf älteren Systemen läuft. Achso, okay. So, ich bin wieder an der Reg. Was bist du? BB. Wieder da. Achso, ja, BB. Chris, Mensch, so. Wo warst du? Hey, Chris! So, ich habe mich angemeldet, bestätigt. Da läuft ein Roboter, läuft da. Ja.
Hast du schon gekauft? Oder was meinst du, Chris? Ich hab grad erstmal alles downloaded. Ja, jetzt hört man dich nicht. Eben sagt er noch, er ist wieder da und jetzt ist er hat gedownloadet. Da läuft ein Roboter rum. Ein Bauroboter. Ja, fliegt. Hier ist ein Auto. Ist hier was drinne? Loot? Nein. Das sieht aus, als ob das noch gar nicht existent war, das Auto. Ich geh mal zum Roboter. Mal gucken, ob der mich angreift oder ja, ob der... Ja, ich bin neben dir. Er zeigt mir auf jeden Fall keinen roten Punkt an. Interagieren! Geht nicht. Okay. Gleich verfügbar, bitte kommen Sie später wieder. Na gut. Please hold the line. Oh, hier kann man Holzhaufen sammeln. Okay, also er möchte gerne Holz hacken. Und zwar alles Holz der Welt. Hat er gesagt. Deswegen sieht das hier auch so aus, wie es hier aussieht. Oh, ich habe die Gilman-Sägemühle entdeckt. Gilman. Gilman? Okay. Gilman. Gilman. Das ist ja Gilman. Oh, Zecke. Wieso habe ich jetzt eine Zecke? Wie werde ich die wieder los? Naja, sie kaputt machen. Ja, wenn sie an mir klebt, wie soll ich sie wieder loswerden? Achso, bei mir. Achso, das weiß ich nicht. Danke. Also ich habe jetzt oben eine Anzeige für eine Zecke und einen roten Balken. Und meine Pistole leuchtet permanent 20 rot. 20 Euro weniger, das ist echt geil. Oh, das ist sehr viel, da werde ich auch gleich mal zuschlagen. Jetzt helf mir doch mal, ich habe hier eine Zecke. Ich sehe nicht, wo du, also an dir hast du keine Zecke. Also muss ich ja aber. Man muss ja bestimmt im Menü irgendwas gegen tun können. Aber was? Ich habe eine Zecke. Oh, ein Gabelstapler. Ich muss niesen. Jetzt die Zecke weg. Entschuldigung. Die Zecke ist weg. Gesundheit. Ja, die saugt sich also voll und haut ab. Möglich. Also genau das Gegenteil von einer normalen Zecke. Komm mal, wollen wir hier grillen? Hier ist ein Grill. Ja, ich habe ich noch Fleisch? Hast du das Fleisch von der Ratte mitgenommen? Aber man kann nichts machen, aber hier ist einer. da war kein. Doch, muss ich eingesammelt haben, ja, hab ich. Okay. Dann müssen wir an der nächsten Kochstation eigentlich das dein Fleisch kochen können. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Zecke da. Ah, die ist ja eklig. Guck mal, hier ist ein. Ah, oh, ich habe eine. Töte eine Kreatur. Hier ist eine Bastelwerkbank. Blätter. Was kann ich denn an der Bastelwerkbank? Achso, hier kann ich die. Jetzt? Hier kann ich Munition herstellen, okay. Ach, es ist wieder aufregend. Hier sind so wieder so viele Sachen auf einmal. Mhm. Man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Oh, schon wieder irgendwas. Wieso kommen die immer zu mir? Ja, weil ich an der Werkbank stehe. Hilfe! Hier ist eine Treppe. Führt ins Nichts. Toll. Geil, gekauft. Sehr gut. Ciao. Ja, GZ, ne? Was? GZ, Glückwunsch. Achso. Das habe ich jetzt auch nicht vermutet. GZ, GZ? GZ, SZ? Hallo, du bist live auf Aufzeichnung YouTube, ja? Also reiß dich mal zusammen. Ja, ich habe hier Zecken. Eine, jedenfalls. Große Zeckenblutsack. Du musst hier mit gutem Beispiel vorangehen. Wir als deine nervigen Gäste dürfen... Sagen, was ihr wollt. Das richtig? Weitertragen. Ich hab's vermutet. So ein Schrank ist hier. Erste Hilfe. Was hattest du denn jetzt hier eben gesehen, wo man irgendwas machen kann? Oder ist das schon wieder weg? Nein, das war das, was du auch schon gefunden hattest. Da ist so eine große Werkbank. Wo du Munition herstellen kannst. Und die hatte ich noch nicht gesehen. Ich gehe in das Nebengebäude. Hier ist ja noch eine Halle. Ja. Hier ist Aluminiumschrott. Hast du den aufgenommen? Aluminium. Ja, tatsächlich. Aluminium. Aluminium. Hier ist es ganz schön duster. Ich sehe schon, wir werden richtig viel Spaß haben. Ich merke das schon, ja. Ich habe Kronkorken. Ich darf... Ach, jetzt, siehst du, das C bedeutet Kronkorken. Alles klar. Jetzt darf ich meine... Kronkorken. Jetzt darf ich mein Zeug endlich wieder abbauen. Unser. Unser. Du hast also auch noch eine eigene, oder nicht?
Ja, aber wir sind doch als Team, also es so, ist doch unser. Ja, natürlich, ja. Oder nicht? Also ich konnte das auch nicht aufstellen. Er hat es bei mir dann nur als rot angezeigt. Ach so, ja, weil ich da ja schon ein Camp ange... Hier schon wieder so ein Viech. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Aluminium. Ich habe keine Munition mehr. Aluminium. Lauf. Wo war der? Lauf, du hast doch ein Messer oder was? Wo war der Aluminiumschrott? Wie heißt das? Aluminiumschrott. Ja, da, hier. Hier irgendwo. Hier bei mir. Aber vielleicht ist es jetzt weg. Ist weg? Nee, ist, also ich. Nee, bei mir war hier Holz drin. Glaube ich. Vielleicht habe ich es auch eingesammelt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Kosten mit Freunden teilen. Übernimmst du die Hilfe? Ach, da ist die Zecke. Ich habe sie gefunden. Was meinst du, Chris? Ich kann jetzt den Kaufbetrag mit Freunden teilen. Übernimmt ihr die Hilfe? Von 2,99? Was? 2,99? 3,99. So. Er sagt mir jetzt, ich kann in meinem Pitboy das Licht anmachen. Wo mache ich das? Kein Licht. Jetzt müsste ich doch eigentlich auch. Oh, Blutpaket, vergoldetes Sturmfeuerzeug, bitte. Basketball, ja, den brauche ich hier in der Landschaft. Oh, hier sind Patronen hier oben. Ja, habe ich. Du sie noch nicht hast. Nee, eine Laterne habe ich. Bei mir war die Kiste leer. Ach, das wird auch erst am 14. geliefert? Ja, das große Spiel wird erst am 14. geliefert, ja. Ah, scheiße. Okay. Ja, was hast du denn jetzt gedacht? Dass mir trotzdem das schon zugeschickt wird, wenn ich das schon downloaden kann und so. Nee, leider nicht. Aber wenn du wenn du die Beta runtergeladen hast, dann kannst du mit den Daten auch die Vollversion aktivieren. Ja, nee. Ja. Ach, die sind oben, ja. Sehe schon. So, hier ist ein. Was. Gott. Irgendwas Level 4-mäßiges. Guckt mich gerade an, oder. Oh, ein achten Hirsch. Dich töte ich. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin nur ein Stück weiter gelaufen, weil ich gehe auf Hirschjagd. Oh, da ist ein SZG Gaming, der einen Hirsch jagt. Ein Doppelkopf den Kirsch. Mit. Und mein Magen knurrt. Hä? Hast, Schrägstrich, haben wir jetzt hier alles gesehen? Gibt es hier noch was Gescheites? Hier gibt es noch Holz. Ist da irgendwo eigentlich ein Limit in dem Inventar? Ja, deine Stärke ist dein Limit. Je stärker du bist, je mehr Stärke du levelst, desto mehr kannst du tragen. Zeigt er das dann irgendwo an, nachher bestimmt, wenn man voll ist? Ja. Wenn du deinen Pitboy anmachst, dann hast du unten in der Ecke so ein. Das sieht aus wie ein Schloss, soll aber ein Gewicht sein. Und da steht dann Düdelüt von 155. Oder bei dir vielleicht mehr. Ein Schloss? Also einfach aktivieren und unten in der Bildschirmecke. Welche? Ja, vom Pitboy. Ach, da rechts, so eine Anzeige. Rechts? Wieso rechts? Oder was? Nein, ganz links. Ach da, bei dir jetzt. Ja, das ist, ich bin in einem anderen Mops. Ach so. Bin in einer anderen Anzeige drinne. Gegenstand. Ach so, du bist bei Stats. Ah, bei Gegenstand okay. Sieht man das denn, ja genau. Ja. Ich war auf Daten, deswegen hat er das nicht so angezeigt. Oh, ich drücke mal auf Escape. Ah, eine Zecke. Hä? Wo ist die denn nur hin? Ist denn nur kaputt? Ich habe mein Camp wieder abbauen können. Toll, schön. Zecke ist weg. Ich habe mit meinem Golfschläger auf die Zecke gehauen und schwupp, wieder war ich woanders oder sie? Ich habe das jetzt nicht verstanden, ob es ein Bug war. Bug Report. Merkwürdig. Oh, da sind noch Autos. Eine kleine Kiste. Da waren bei mir Kronkorken dann, zwei Stück. Skalpell und Schere. Muss dann was trinken, sehe ich gerade. Was gibt's denn? Weiß ich, muss mal gucken. Abgestandenes Wasser oder? Kleidung. Ich muss auch was trinken.
Stats. Ach, bei Hilfsmitteln. Abgekochtes Wasser. Und wie nimmt man sowas zu? Einfach draufdrücken dann, glaube ich. Oh ja. Durch Strahlung wird deine maximale Gesundheit reduziert. Mist. Heile Strahlungsschäden mit Red Away. Ja, das ist, oder mit Red Away heilst du die Strahlung, Red X beugst du Strahlung vor, wenn du in verstrahlte Gebiete einlaufen solltest. Ah, okay. Red X plus 200% strahlungsresistent für 10 Minuten. Erhöht den Durst. Hier ist Fleisch. Ich habe schon wieder Escape gedrückt. Ich helfe dir. Was leuchtet denn hier? Ein Frosch. Blau leuchtender Frosch. Froschleich, genau. Yeah. Yummy. Oh, was ist denn da hinten? Ach, das ist der Roboter. Okay. Zwei davon laufen da auch schon rum. Ich habe jedenfalls zwei Lampen gesehen. Oder er hat nur. Wo ist der Frosch? Ich wollte auch einen Frosch. Den habe ich schon platt gemacht. Frag mich jetzt mal nicht, wo der lag. Leuchtender Frosch, glaube ich, hier irgendwo. Ich habe ihn schon gefunden. Oh, verbrannte. Verbrannter. Verbrannter mal zwei. Was ist das für ein langer Stab, der da in den Himmel ragt? Das willst du jetzt wissen, ne? Ja, ein bisschen. Verbrannter. Okay, hier. Hier ist noch eine. Das ist definitiv ein Bug. Das ich ist, hab der, hier das einen ist der Gutshof gefunden. Ich weiß nicht, siehst du das bei dir auch hier? Hier nein. Hier liegt ein Verbrannter. Nein. Ernsthaft nicht. Ah, okay. Da, jetzt, also bei dir auf dem Monitor sehe ich es jetzt, aber das, bei mir nicht. Das ist der Kopf des Verbrannten. Hier ist ein Gutshof, falls du hier noch nicht drin warst. Nee, war ich noch nicht. Ich guck. Schrank. Schraubenzieher. Ich kann mal wieder was herstellen. Oh, ich habe noch gar nichts hergestellt, ehrlich gesagt. Ach ja, okay. Entweder, ich glaube, hier kommt. Ach nee, das sind nur andere Leute hier. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier kommen gleich. Sie Spieler. Werden das Produkt erhalten, sobald es lieferbar ist. Und lieferbar ab 14. Ja, richtig? Richtig. Neuer Status, vorbestellt. Geil. Super. Ja. Ich freue mich, Jungs. Aber die Beta, den Beta-Zugang müsstest du ja jetzt ja schon bekommen haben, ne? Den gibt's ja automatisch dazu. Was, den Beta-Key bei MMOGA? Ich glaube schon, oder nee, nicht? Wenn du Vorbesteller bist? Nee, nee, den, weil du den Key kriegst du ja noch nicht. Den kriegst du ja den erst. Den Beta-Key? Den Beta-Key, aber wenn du das Hauptspiel kaufst bei MMOGA, kriegst du den Key ja erst am 14. Das bedeutet, du kannst den Key von der Vollversion jetzt noch nicht benutzen, um die Beta freizuschalten. Das bedeutet, man muss. Guck mal, hier hinten ist ein. Ach, das ist ein Spieler, okay. Und hier ist ein. Ja. Safe. Aber ich würde es auch geiler finden, wenn man es jetzt schon alles downloaden könnte, alles fertig machen könnte. Ja, stimmt wohl. Einfach ab 14 spielbar. Das wäre entsperren. Hab keine Ahnung. Weil wahrscheinlich ist es dann erst ab 15 spielbar, weil ich den ganzen Tag noch um zu downloaden. Ach, kommst du kurz zu mir und dann geht das schneller. Hast du den Skill zum Öffnen vom Safe? Nein. Okay, weil ich habe Haarnadeln habe ich, aber. Dann gib dir mal Mühe. Also hier sagt er, erfordert Skill 1, dein Skill 0. Ja, habe ich benutzt. Alter, das sieht aus, eine verbrannte Leiche. Komm, hier kann man Wasser trinken oder sammeln. Ist gut, Nils. Wasserpuppe. Hattest du die schon? Nein, ich bin gerade oben und loote da. Nachricht für Sammy habe ich gefunden. Ah, nehme ich mal mit. Ist gut, Nils. Denn halt nicht. Alles gut. Ist gut. So, jetzt bin ich unten. Jetzt kannst du das kann ich hier trinken. Draußen ist eine Wasserpumpe. Jetzt hab ich mich vergiftet. Toll. Hier draußen ist eine Wasserpumpe. Gut. Herausforderung abgeschlossen. Erkunde, Ablies. Wir spielen schon eine Stunde, Nils. Eine Stunde schon. Ja. Nehmen. Cafeteria-Tablet. Tablet. Entschuldigung. Tablet. Die haben schon das hat die neuesten Essens-Apps. River Red Ale. Holzkiste. Yeah. Vorkriegsgeld. Schere. Was soll ich bloß mit den ganzen Scheren machen? Ich glaube, ich mache einen Friseursalon auf. Ja, das macht Sinn.
Sinn. Ja, was macht man sonst mit den ganzen Scheren? Ja, mit zum Metallschrott verarbeiten. Ach so. Ich dachte, jetzt kommt zum Metallschneiden. Dann hätte ich dich ausgelacht. Ein paar kleine Bugs sind noch drin. Ja, Gegenstand. Wie ist das hier alles grün? Gegenstand, was ist das? Gegenstand verwerten. Alter, ich kann hier. Okay. Welche? Ist noch am besten? Die verwerten. Zange. Geschraubt, oh, irgendwas macht bei mir Aua gerade. Partyhut verwerten, ja bitte. Bleirohr, Beil. Ist das hier radioaktiv irgendwie alles? Kann das sein? Möglich. Weil ich werde irgendwie rot an der Lebensanzeige. Ja, das ist, weil es radioaktiv ist. Ja, weil es radioaktiv ist, ja. Ja. Macht Sinn. Ich glaube, das sind hier die strahlenden Bröckchen. Diese grünen Steinchen, ja. Oh, ich kann eine leichte Rüstung herstellen. Mach ich. Wow. Rufe. Anfertigen. Was? Anfertigen. Oh, hier kommen Zombies. Hallo? Verlassen. Hab ich schon platt gemacht jetzt. Okay, da sind aber noch mehr, Alter. Hier sind ein paar mehr. Ja. Okay, jetzt nehme ich doch nochmal meinen. Oh, der hatte viel. Der hatte richtig viel. Das war geil. Mich wird geschossen? Oh, das gibt richtig Loot hier, du. Auf mich wird geschossen? Echt, die schießen auf mich? Ja, die schießen, die Zombies. Die Zombies schießen? Was ist denn mit denen verkehrt? Oh, der hatte echt viel. Und natürlich Der hatte richtig viel Loot, du. Kriegst du das auch noch? Ja, ich hab das auch gekriegt. Der hat vor allem Rüstung, irgendwas bei Spezialrüstung gehabt. Ja. Und ich stelle mir noch extra Rüstung her. Das fällt mir ein. Toll. Lederverschwendung hier. Der hat auch richtig geile Waffen gehabt. Das ist schon, Repetiergewehr und so. Repetierpistole, drei Stück. Ich ziehe mir erstmal die Klamotten an. So. Alles, wo sehe ich denn die Specials? Wird ja auch mal Zeit, dass du dir mal was überziehst. Jagdgewehr. Kurzes Jagdgewehr. Was ist denn nun kaputt? Ich muss ja. Ah, man kann die Sicht umstellen, das wusste ich auch gar nicht. Ich habe eine Rüstung fürs rechte Bein, aber noch nicht fürs linke. Das kannst du von mir gerne haben. Ich habe ja doppelt und dreifach alles hier. Warte, kann ich ja hier rausschmeißen? Für was? Space, zum Handeln. Ja, Handeln, warte. Ich kann die auch einfach so rausschmeißen. Aber wir können doch mal das Handeln ausprobieren. So, und zwar, warte, Waffen. Handel wird angeboten. So. Wie drücke ich nochmal Steuerung und Dings oder was soll das? Steuerung Tab. Team. Da ist jetzt irgendwie noch jemand gekommen. Ja, mir egal. Was brauchst du? Ich weiß jetzt gar nicht. Kannst du mir das jetzt einfach. Achso, annehmen. Warte, Space drücken. Einladung zum Handeln. Annehmen. So, jetzt. Ja, das ist das, was. Das ist das, was du mir jetzt anbietest. Achso. Dann mach ich abbrechen. So, warte. Ich brauche auf jeden Fall eine Rüstung fürs rechte Bein. Dann nimm nochmal an jetzt. Ich weiß ja nicht, wo man das annimmt. Dann lade mich doch jetzt mal ein. Irgendwas Space. Lange.
So, Space lange drücken. Achso, jetzt sieht man. Ah, ich kann bei dir Inventar und alles klar. Ich gehe jetzt mal auf Kleidung. Also war es doch richtig, wie ich es gemacht habe. Ja, war richtig, ja, okay. Danke. Okay, pass auf, du brauchst, was brauchst du noch? Linker Arm hast du, rechter Arm, rechtes Bein. Linkes Bein brauchst du. Rechtes. Linkes. Linkes Bein brauche ich, Entschuldigung. Linkes Bein. Dann machen wir das so. Annehmen. Achso, das ist jetzt nämlich der Handel, das meine ich nämlich. Ah, okay. Also das Handeln doch nicht richtig. Nee, pass auf, das schmeiß ich einfach so raus. Ja, wir haben es ausprobiert. Ja. Linkes Bein, wo ist das? Linkes Bein. Das geht da. Meiner jetzt so langsam. Achso, jetzt. Und zwar ablegen. Ich glaube, ich bin schon überladen, kann das sein? Kann sein. So, das liegt jetzt hier. Müsste da liegen, ja, genau. Also müsst ihr auch einen Rucksack jetzt finden. Nein, wir müssen einfach schrottlos werden dann. Ah. Okay. Kannst ja auch nicht, in Wirklichkeit kannst du ja auch nicht Unmengen. Ja, ich bin voll. 155. Mhm. Ablegen, Bleirohr. Ist ja auch nur eine Waffe. Das weg. Tomahawk brauche ich auch nicht. Brauche ich fünfmal, ey. Du kannst ja auch hier an der Werkbank, kannst du auch deinen Schrott verwerten, ne? Zu Schrott. Also zum Material quasi. Okay, dann nehme ich das alles nochmal auf und dann gehe ich da mal hin. Völlig überladen. Ach guck mal, wenn ich sprinte, ist wieder schnell. Okay. Was für eine Logik. Jetzt kann ich da aber nicht ran, weil du da wieder vorstehst. Ja, natürlich, ich bin da gleich weg. Moment. Ich bin sofort weg. Na, ich stöber nochmal mein Inventar durch hier. Kleidung. So, das kann ich nochmal annehmen, genau, super. Hilfsmittel. Soll ich noch was trinken? Ah. Diverses. Schießpulver. Holos. Was sind Holos? Holobänder, die kannst du dir auf dem Computer angucken. So, hab ich jetzt alles? Ja, glaube ich hab alles. Quit Game. Yes. Notizen. Ach, hier oben ist noch eine obere Etage. Propaganda-Flyer. Wie viele Notizen habe ich jetzt hier? Ich kann eine leichte Rüstung herstellen. Brustteil. Mir fehlt Leder. Dir fehlt Leder? Ja. Okay. Für das Herstellen einer Rüstung. Schrott. Ja gut, du hast ja alles an Rüstung jetzt, aber... Ein Brustteil habe ich noch nicht. Okay. Leder, Mods, Schrott. Das müsste ja eigentlich bei Schrott sein, ne? Leder. Ich guck gerade, ob ich noch Leder habe. 3 Leder brauche ich. Gegenstände verwerten. R. Guck mal, Baumwollgarn. Du kannst, das steht auch unten, mit T kannst du allen Schrott verwerten. Gesamten Schrott verwerten, ja. Genau. Werden dann die Waffen auch verwertet? Nein, nur der Schrott. Nur Schrott. Okay. Annehmen, Space. Ja, das war schon mal sehr gut. Herausforderung abgeschlossen. Paul-Anzug. Betten? Nee. Guck mal, das kann man auch auseinandernehmen, das ist ja praktisch. Ja, man kann auch, glaube ich, Waffen reparieren. Die haben ja auch eine Verfallszeit quasi. Ja. Aber dafür, glaube ich, brauchen wir eine Waffenstation, Bank zum Basteln und so. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganzen Waffen aufheben soll. Also ich habe meine ganzen schlechtesten Waffen zerlegt. Ja. Ich habe mir die beste davon rausgesucht, die siehst du auch von der Anzeige, wie stark die ist noch oder wie gut die noch erhalten ist. Ja, genau. Ja. Diese gelbe, das CND, was auch immer CND ist. Ich glaube, CND, was könnte das heißen? Genau. Durch
durchbohrendes Magazin kann ich jetzt herstellen. Das ist doch schön. Du kannst ein durchbohrendes Magazin herstellen? Ja, so hat er das angezeigt. Okay. Ich habe irgendwie gerade freigeschaltet. Ach so, hast du jetzt quasi gelernt, sozusagen. Ja, irgendwie so, vermute ich mal. Okay. Modifizieren, reparieren. Was kann man denn hier Schönes machen? Was ist das für ein Geräusch? Du hämmerst auf der Bank. Dein Charakter hämmert auf der Bank rum. Ich finde immer noch ein Leder. Hattest du jetzt noch Leder gehabt? Nee, ich finde in meinem Inventar nicht die direkte Bezeichnung Leder. Okay. Und ich wollte jetzt eigentlich an die Bank rangehen, zu gucken, ob mir das da eventuell noch angezeigt wird, ob ich noch Leder habe. Ja. Aber da bist du noch. Also ich kann auch nur eine Rüstung auf der Bank herstellen, irgendwas anderes nicht, ne? Also ich zumindest nicht, muss mal eben gucken. Kannst du jetzt mal ran? Ich bin immer noch überladen. Meine Güte. Ja, ich kann auch nur leichte Rüstung herstellen. Ich habe angeblich noch 12 Leder. Aber ich stelle dir jetzt einfach einen Brustteil her. Ganz einfach. Oh, das ist auch eine gute Idee, ja. Dann bin ich noch mehr überladen. So, Kleidung. Ja, vielleicht, ich muss, glaube ich, echt die anderen Gewehre, die ich habe. Brustteil droppen, so. Alle wegmachen. Also die ziehen natürlich gewaltig Gewicht. Stets Gewicht. Ja, das also die, allein das Gewehr zum Beispiel wiegt 6. Ich hab schon wieder Escape gedrückt. Wie oft werde ich das noch tun? Hattest du das jetzt schon hingeschmissen? Ja, hinter dir. Dankeschön. Aber funktioniert ja trotzdem schon sehr, sehr gut, ne? Ja, also für eine Beta ist das schon echt gut gelungen. Definitiv, ja. Sehr umfangreich, ja. Ernsthaft jetzt? Sehr umfangreich, meine Güte. Jetzt ruft mich jemand an. Hallo? Wer ruft denn an jetzt? Stefan, wer ist Stefan? Hallo Stefan. Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Ich kann nicht rangehen. Ich hab schon wieder Escape gedrückt. Also ich muss jetzt echt hier nochmal ein bisschen... Nein, nicht herstellen. Verlassen. Gegenstände verwerten. Hier mal ein bisschen wegschmeißen. Das war schade. Ach, das war glaube ich... Ach, Stefan. Da muss man sich jetzt schon wieder wundern. Das war jetzt ein Kunde von mir. Hm. Warum der, wie spät haben wir es, um kurz nach 8 bei mir auf ein Handy anruft. Hm. Aber den hast du mit Vornamen eingespeichert? Ja, der heißt nicht Stefan, da stand Stefan. Ich hab's nur nicht so schnell gelesen. Und das ist der Nachname? Ja. Mhm. Okay. Also ich bin jetzt nach wie vor völlig überladen. Möchtest du irgendwas haben noch hier? Nein. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt hier rausschmeißen muss, was ich nicht mehr brauche. Betonbruch, Gewicht 0,5, Bleischrott, geformtes Plastik-Glasscherben. Oh, Alter. Das ist ja wieder typisch meiner. Ich weiß nicht, was ich jetzt abschmeißen soll. Ich kann mich von nichts trennen. Kürbis. Hier läuft. Irgendjemand muss mir helfen, hier läuft ein Herr Tierarzt mit 3 Katzen hinter sich her. Tatsächlich. Schieß mal auf die Katzen. Nein. Das ist Chris. Jetzt, das ist Chris. Guck mal, da laufen 3 Katzen. Schieß mal auf die Katzen. Was? Warum? Die haben mir nichts getan. Hallöchen. Nils, tu es. Ich bin kurz AFK. Jo. Ja, okay.